So, ein wunderschön zu Clicker, jo, Quatsch, zu My Death Carpeten. Ja, die zweite Folge für heute und damit insgesamt Folge 14. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, die Mod zu implementieren, weil irgendwas mit dieser Set-Attribut-Funktion in der API da nicht ganz, keine Ahnung, entweder blicke ich da nicht durch oder die haut nicht ganz hin oder keine Ahnung. Wird auf jeden Fall noch ein bisschen länger dauern, bis ich das implementiert bekomme, wenn ich es überhaupt implementiert bekomme. Man weiß es nicht. Vor allem weiß ich nicht, woran es liegt. Also die Funktion wird wohl aufgerufen, aber es passiert halt einfach nichts. Das war falsch. Das ist komplett auch falsch. So, das sollte richtig sein. Ja, von daher bin ich da gerade ein bisschen... Naja, können wir halt nicht machen. Müssen wir halt wirklich immer springen. Schade. Ich meine, klar, ich kann auch Auto-Jump aktivieren. Mal gucken, wie das ist. Tasten ändern, Auto springen, speichern. Es war immer so lala. Aha, es geht tatsächlich auch. Aber gut, machen wir das so. So. Okay. Ja, wir haben jetzt Papyrus. Siehst du, ist ja schon gewachsen. Da kommen wir nicht durch. Aber wer ist denn hier Geldner bei uns? Sieht der hier aus wie bei Rot und Grün? Na, ein bisschen ist schon was gewachsen. Hoch mit dir. Danke. So. Okay. So, damit stellt sich dann die Frage, was tun wir jetzt? Protection Block könnten wir machen. Wie gesagt, die Sache ist, wir sind ja bereits protected. Spiegel der Rückkehr. Das ist auch ganz geil. Allerdings brauchen wir dafür ganz schön viele Ressourcen. Fun Fact, das Rezept habe ich selber erstellt. Der Spiegel der Rückkehr hat nämlich standardmäßig gar kein Rezept. Von daher musste ich, um die Mod für Normalbenutzer verwenden zu können, halt selber erstmal ein Rezept erstellen. Und dadurch, dass dieser Spiegel der Rückkehr schon ganz schön overpowered ist, habe ich auch das Rezept ein bisschen overpowered gemacht. Das hier soll die Spiegelfläche darstellen und das hier soll halt der Rahmen darstellen. So schön gold verziert, keine Ahnung. Was Besseres ist mir halt eingefallen. Ja. So. Wir könnten uns auf den Weg machen, ein paar Ressourcen zu holen. Das Problem ist ganz einfach. Ressourcen ist bei Carpeten tatsächlich extrem schwer erreichbar. Wir haben ja schon ein paar Ausflüge gemacht. Aber die Ausbeute war eher so, ne. Von daher müssten wir uns irgendwas suchen oder tatsächlich selber buddeln, damit wir tatsächlich mal so richtig schön scheiße tief kommen. Und ich bin gerade dafür, dass wir tatsächlich einfach mal selber buddeln. Ja. Was ich mir davon auch hoffe, ich habe keine Ahnung, frag mich bitte nicht. Ja, komm hoch. Hallo? Danke. Ein paar Äpfel, die sind schön. Die sind schön, diese Äpfelchen. Ja, die sind schön. Das ist schön, diese Äpfel. Ich sehe, wir können eigentlich hier direkt dran machen. Okay, komm, wir fangen einfach mal direkt an. Hier ist so eine schöne Fläche, die kann man direkt geil davon nutzen, hier unseren Tunnel rein zu baggern. So. Haben wir Holz? Ja klar haben wir Holz. Habe ich sogar dabei. Holz? Oh. Ja, komm hier. Thanks. Doch, komm. Bitte. Da.
So, dann machen wir nämlich ein schön überdachtes Dach. Damit das Ganze auch realistisch aussieht, ne? Mag ich immer ganz gerne. So, dann können wir nämlich hier jetzt so richtig schön in die Tiefe bauen. So, braucht Spitzhacke. Ach so, ist doch eine Steinhacke. Dachte, ist eine Hoe. Hä, nee, ist doch eine Hoe. Ja, eben Steinhacke. Ab nach Hause. Bock mehr. So, was haben wir hier in der Kramkiste drin? Keine Werkzeuge. Schade eigentlich. Nö. Gut, dann gucke ich mal, was wir oben haben. Eisen sollten wir ein bisschen was haben. Tatsächlich 33. Wow! Wir sind ja so richtig arschreich. Aber allerdings ist mir Eisen ein bisschen zu wertvoll. Ich gucke mal lieber, dass wir erstmal ein bisschen Bronze benutzen. Ja, doch. So, nehmen wir mal die Bronze mit. Einen lasse ich mal da, damit wir wissen, wo das wieder reinkommt. So. Sehr schön. Und dann geht's los mit Enderhöhle. Okay, das heißt, ja, genau, das heißt das. Du sprichst mir aus der Seele, Miststück. Bram, bram und bram. Ups. So sollte das ungefähr reichen. So, danke schön. Okay. Nein! Ach, Pst. Fuck you. Siehst du? So ist geil. Der Sand hier wird von den Steinen gestützt, die hier noch übrig sind, von den beiden, und damit ist alles voll realistisch. Kohle. Hä? Da habe ich doch noch abgebaut. Ich bin ja Intelligenzbestie. So. Warum habe ich das so? Mensch, mal. Das reicht doch so von der Höhe aus, oder? Ja, klar. Dann hätte die oberste Steinreihe da bleiben können. Leck mich. Wird's ein etwas höherer Tunnel? Wirkt der wenigstens nicht so beklemmend. Apropos beklemmend, ein bisschen Licht machen hier. Wird dunkel in Berlin und Brandenburg. Aber mein Tablet hat sich gerade komplett aufgehangen, kann das sein? Neustart. Geht doch. So, jetzt bitte einmal. Ja. Mein Tablet ist tot. Sehr schön. Erst hängt sich Clicker-Hibus auf, jetzt hängt sich auch noch das User-Interface auf. Ist ja nett. So, die Sache ist, ich habe keinen Plan, wie tief wir buddeln werden. Weil, ja, Ressourcen sind ja hier irgendwie ein bisschen Mangelware. Von daher kann es durchaus sein, dass wir da ganz schön tief buddeln müssen, damit wir überhaupt an Ressourcen rankommen. Da ist die Flucht, da geht's weiter, da geht's weiter. Das heißt, ich setze mal hier wieder in der Fackel hin. Wird nämlich gerade schon dunkel. Komm, ich mache eine neue Stadt und Mistgeburt. Die Uhrzeit hängt auf 12.01 Uhr fest. Heißt also, das gesamte User Interface hängt bereits seit einer halben Stunde. Interessant. Android, Android, ich liebe dich. Okay. Die Fackel sind mir echt ein bisschen zu tief, dafür, dass es hier so geräumig ist. Komm, ich mach die mal doch hier.
schön in die Ecke packen, eine Weile. So. Ist hier. Stimmt die Flucht? Das sieht so aus, wie als wenn hier eine Fehler. Nee, doch, stimmt. Seltsam. Na gut. Lassen wir das mal so. Und meine erste Spitzhacke ist gleich schon wieder tot. Sand? Warum ist hier Sand? Ey, sind wir in der Wüste oder was? Vor allem so ein scheiß Hockersand. Was hat denn der zu suchen? Okay. Dann würde ich mal sagen, komm jetzt hier. Nein, du kleiner Gottverdammter. Verdammter. Brapp. Easy. Hallo. Ach, ich hätte noch Schippe. Licht. Goddammit. So. Okay. Ach komm. Scheint hier eine ganze Menge dazu sein, denn. Geht das einfach so schneller. Okay, haben wir alles. Hier geht's auch nochmal weiter. Licht. Siehst du, sowas hier ist normal, dass das so ein bisschen Sand im Boden ist. Aber Zuckersand? Wo kommen wir denn da hin, wenn es so weitergeht, ey? Ist ja hier. So. Holz haben wir vor der Hütte. Danke, danke. Ja, komm. Danke. Danke. Ach komm hier. So. Easy. Haben wir gleich wieder kleine Highlight, wenn wir hier runtergehen. Dann sieht man. Ach, rückwärts geht das nicht. Na super. Autojump geht also nur vorwärts. Noch ein Grund mehr, warum ich das eigentlich nicht nehme. Und ja, ab jetzt für die Treppe nur noch 4 hoch. Scheiße. Einfach, weil es sich so anbietet. Licht. Ich hoffe, sie sieht ja nicht zu bekloppt aus, wenn ich das jetzt hier so mache, dass ich es ab... Naja, also was für die Stufe drin habe. Na doch, geht. Das geht. Ah, mein Handy lebt wieder nach dem Neustart. Sehr schön. Ich sag's ja, Android ist echt eine Beleidigung für Linux. Kein Wunder, dass kaum einer Linux nicht mag, ist ja eigentlich falsch. Es ist ja nicht, dass Linux nicht gemocht wird, sondern es kennt halt einfach kaum jemand Linux. Linux ist ja nicht schlecht, sondern einfach nur unbekannt. Ach Gott, wir sind schon ganz schön, naja, ganz schön tief. Das heißt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben immer noch keine Mineralien. Wir haben absolut nichts gefunden. Dieser Mapchen, das wird eine Hölle werden. Ich sehe schon wieder nichts. Hallo? Naja, wenigstens haben wir schon mal Kohle. Wenn wir genug Kohle haben, können wir uns Mineralien kaufen. Ich will sterben. Naja. Ist schon... bullshitisierend.
Fall eine Höhle kommt irgendwie. Außer die kleine Sanddings, was da gerade vorhin kam. Ach Gott. So, wir könnten eigentlich auch mal, wenn wir schon mal hier so sind, könnten wir zumindest auf einer Seite hier so Treppen hin machen aus Cobblestone. Da. Was? Arschloch. Alles? Fuck off. Wow, war doch ganz schön extrem viel. Vielleicht doch ein bisschen zu viel. Man weiß es nicht. Ich hasse dich so sehr. Was willst du von mir, Junge? Digga! Haben wir Replacement Tool? Woraus wirst du gemacht? Einer Fackel und einem Stück Holz. Ah ne, halt, ich brauche das Ding hier. Ja, kriegen wir auch zusammen. So. Oh, boah. Du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da. Und was kommt hier in die Mitte? Hallo? Ein Stöckchen. Na, super. So. Easy. Wie war das jetzt? Genau, und jetzt rechtsklick. Genau, okay. Ach, der kann es auch hinbauen, wenn man da selber schon ist. Was tue ich hier? Ich dachte, ich kann es ein bisschen abspeeden, aber irgendwie bin ich selber gerade auf Speed gekommen. So. Wow, durch die bisschen Erde, die wir abgebaut haben, habe ich es sogar schon geschafft, hier 5 Knochen zu bekommen. Ist ja nicht gerade schlecht. So. So. Dann kann ich mich hier auf mit ordentlich Speed. Aber ja, nee, hier ist die Decke definitiv so tief. Ich glaube, da mache ich dann mal doch so. Was willst du denn von mir? Ich liebe Endwort. Habe ich jetzt irgendwas angeklickt? Wahrscheinlich. Du nach da und jetzt Fresse halten. Meine Güte! So. Dann dürfen wir natürlich die erste Fackel wieder umsetzen. Ach so. So. Das wäre dann das hier. Nein, das da. Ich mache beide Seiten. Oh, da war schon eine Höhle. Nice. Ja, das ist trotz. Machen wir erstmal hier weiter. So. Okay. Gucken wir uns mal hier um. Auch wieder Sand. Auch wieder Zuckersand. Ist hier irgendwie eine Wüste oder so? Autsch.
kriegen wir noch ein paar Knochen. Außerdem kann man, also so Erde kann man immer gebrauchen. Zuckersand eher nicht so, aber gerade Erde kannst du ja wirklich echt immer gebrauchen. Gerade in Höhlen, wenn du dich mal irgendwo rausbaggern möchtest. Außerdem bekommen wir dafür Knochen. Wow. Jetzt haben wir gerade mal einen einzigen Knochen bekommen. Ist ja oh. Oder hatten wir davor schon Knochen gehabt, bevor wir den anderen Sand dicks darum zu der Weg gebaggert haben? Da oben ist Licht. Oh, ja, hier geht's auch schon wieder raus. Oh, jetzt ist sogar silberner Sand. Mhm. Für die reichen Herren unter uns. Okay. Aha. Sieht doch recht interessant hier aus. So kann man das lassen. Ey, ich sag gerade, so kann man das lassen. Ronny, hör auf. Bitte hör auf. Bitte hör auf, Ronny. Bitte hör auf. Nein, warum tust du das? Vor allem kann man so hier nicht mehr langlaufen. Zumindest nicht mehr so einfach. Aber das ist gar nicht so schlecht. So schlimmer nicht doch. Wisst ihr, wie war das eigentlich? Man kann doch die hier wieder zu normalen Dingern machen, oder? Ja, kann man. Ach, jetzt komm mal rein halt. So. Dann kleistere ich das nämlich jetzt wieder zu. Easy. Dann wird das hier unser benutzerdefinierter Weg in die andere Höhle. Benutzerdefinierter Weg ist auch irgendwie total, ja. Sinnfrei. Was? Oh. Hunger. Ja, komm. Gib halt. Habe ich natürlich meine Spitzhacke vor Schreck weggepackt. So, das sollte reichen. Easy. Gut, dann würde ich mal sagen, wir hören damit dann auch erstmal auf. Gehen wir mal wieder hoch. Ich habe nämlich gerade echt keinen Plan, wie lange jetzt die Aufnahme jetzt schon wieder geht, aber mindestens 20 Minuten, von daher. Mache ich hier noch die Treppe fertig und dann. Alter. So, easy. Wisst ihr was, damit es schön aussieht? Machen wir hier so Steinpodest hin. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber es sieht zumindest witzig aus. Ja, das hier muss natürlich wieder sein. Das war Kunst. Ich hau dich hart in den Eimer. So. Easy? Vielleicht. Ja, nein. Ich weiß nicht. Irgendwie nein. Ich lasse es einfach mal so. Gut, dann können wir jetzt hier Kimmitzkätzchen. Ist die Tür zu? Ja, ist sie. Okay. Dann gehe ich jetzt in die Ecke und chill mich. Keiner mag mich. Und da sollte es jetzt auch einfach gewesen sein. Wir haben zwar in der Höhle noch nichts wirklich gefunden, aber gut, wir haben zumindest eine Höhle gefunden, wo man dann nächstes Mal nach Rohstoffen suchen kann. Ja,
Nichtsdestotrotz geht es morgen auf jeden Fall erstmal mit Doom Eternal weiter. Nee, Doom Eternal. Doom Eternal? Hä, warum Doom? Nein! Oh Gott, Alter. Mein Test Eternal. Danke. Gott, damn it. Also mein Eternal Server. Wisst ihr schon, ne? Schauen wir uns vor.